schön ist es. Oh, sehen die Fältchen. Ja, Rüdiger Hess, eben schon angesprochen, der Spitzname Kreisel Rudi. Aber diese Kreisel hier mit der Freigabe morgen oder heute macht natürlich Sinn bei dem Verkehrsaufkommen, aber auch bei dem Baugebiet. Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass dieses Baugebiet, was wir der Marburger Straße neu erschlossen haben, entsprechend verkehrlich jetzt freigegeben ist. Auf den Punkt genau muss man dazu sagen, 17 Monate Bauzeit, das war seit April letzten Jahres vorgesehen. Nun ist das Baugebiet fertig. Wir werden diese Woche noch die Preise für den Quadratmeter festlegen in der Stadtverordnetenversammlung, sodass wir dann an die Vermarktung gehen. 150 Bauplätze, 290 Bauwillige, die hierher möchten. In der ersten Phase sind 60 Bauplätze zu ergattern, sodass man dann auch bald mit dem Bau hier oben starten kann. Ein ganz wichtiges Element ist hier das Familienzentrum Philipp Soldan, das doch Zuspruch findet. Ich glaube, alle Plätze sind belegt. Deswegen ist hier auch ein Teil für die Verkehrssicherheit getan worden. Ja, das war bewusst gemacht worden, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Kita in der Nähe des neuen Baugebiets, auch Bockental 1 bis 4 natürlich haben. Deshalb sind die Kinder schon in der Betreuung dort. Deshalb war es auch wichtig, dass das Familienzentrum zunächst fertig wurde. Und natürlich, da spielt die Verkehrssicherheit eine ganz, ganz große Rolle. Und wer weiß, dass Kreisverkehre natürlich die Reduktion haben von möglichen Gefahrenpunkten, ist es natürlich wichtig, dass man jetzt hier oben sicher hergehen kann, um die Kinder sicher auch zur Kindertagesstätte zu bekommen. Aber auch die Grundschule ist nah, es ist die Realschule nah, sodass man hier oben gut wohnen kann. Wie wird es weitergehen mit den Bautätigkeiten in Frankenberg? Ja, wir werden hier, und das ist schon auch vergeben worden, den zweiten Bauabschnitt erschließen, sodass es dann im nächsten Jahr weitergehen wird, dass wir dann endlich hier diese 150 Bauplätze fertig haben. Und wenn wir allgemein über Bautätigkeiten denken, sind wir natürlich daran, dass wir in Bälde mit dem Klosterumfeld beginnen wollen. Auch da sind die Planungen soweit fertig. Und hier oben nochmal auch das Thema, was wir natürlich haben, das ist energetische Versorgung, dass wir dort auch Tiefenbohrungen machen. Da ist die Lea, hat dort wirklich wichtige Arbeit gemacht. Gas wird man künftig hier oben kaum noch benötigen, sodass man mit Luft- oder Erdwärmepumpen arbeiten kann, um die Häuser entsprechend gut zu beheizen. Also Frankenberg war gut aufgestellt, ist gut aufgestellt und wird sich gut aufstellen. Wird sich weiter gut aufstellen. Dankeschön. Bitteschön.